haben angefangen mit 20 Quadratmeter, sind auf 100 Quadratmeter und jetzt auf 600. Und jeder hat gemeint, wir gehen hier baden in der Sendlinger mit 600. War uns scheißegal. Wir haben ein bisschen so einen epizentrischen Flair hier eingebaut in das Ganze. Unser Team ist sexy und stylisch und das vermitteln wir halt ganz gut. Ich war hier oben, habe mir die Haare machen lassen, habe diese indische Lounge gesehen und habe gesagt, da muss ich was machen. Der Event ist wunderschön, da gibt es, was immer wichtig ist, schöne Frauen, tolle Leute. Zu trinken habe ich noch nicht gekriegt, aber ich kriege noch. Und Simone kenne ich so lange, dass ich nicht mehr sagen kann, wie lange. Sehr schön, ist ganz lockere Atmosphäre. Ich komme öfter hierher in den Laden, um mir die Haare schneiden zu lassen. Und ist eine eigene Atmosphäre. Die haben ihren eigenen Stil und ganz gute Stimmung, finde ich. Diese Party finde ich ganz toll und so. Es sind tolle Leute da. Es ist ein witziges Geschäft hier, dieser Friseurladen. Ich finde die Location hier total faszinierend. Also ganz besonders die Ecke da hinten, wo es so schön kuschelig ist. Die Simone macht es super gut und ich denke, das so wie sie es jetzt gemacht hat und auch in der Vergangenheit gemacht hat und noch immer noch macht, ich finde es einfach super. Seit den 80er Jahren, Care Royale, das ist diese Zeit, wo München irgendwie aufgeblüht ist, wo ganz Europa auf München geguckt hat, weil hier die großen Stars geboren wurden. Und da war Simone eine von den Menschen, die viel dazu beigetragen haben. Blond und alles groß. Und dann finde ich sie wahnsinnig toll, weil sie so menschlich ist und immer versucht, eigentlich alle Freunde immer zusammenzubekommen, wie heute Abend zum Beispiel. Also sie macht es wirklich mit ganz, ganz viel Herz und ganz, ganz viel Liebe. Und ich glaube, dass viele Leute auch kommen, weil sie sagen, Simone hat das Event gemacht und da kommen wir gerne. Man trifft ja eigentlich eher Freunde, also was für die einen Society ist, ist für die anderen. Ich habe hier viele Leute, die ich kenne. Simone ist eine Freundin von mir und hat mich heute angerufen, sagt, komm doch mal vorbei, so ganz locker. Und habe ich gesagt, habe heute Abend nichts zu tun, dann komme ich. Aber ansonsten sind Society-Events eher für mich Arbeit. Also da geht man hin, weil man gebucht ist oder und das ist dann auch meistens nicht so entspannt. Es ist echt ein schöner Abend, super Location. Also danke nochmal an die Simone Petrov. Ich habe sie gerne, sie ist ein lieber Mensch und wir sind lange Zeit Freunde und ich habe sie gerne und mache als Freundschaft diese, mein Kunst für sie. Also das Catering, ein Gaumenschmaus, Renaldo Talamonti vom Allerfeinsten. Ich bin positiv beeindruckt, die Location, ich war hier noch nie, finde ich super klasse. Cooles Konzept auch, Friseursalon, clubartig mit Bar. Finde ich toll. Danke, Simone, dass ich kommen durfte für die Einladung. Ich genieße den Abend. Robert und Ralf, die zwei Eigentümer hier, die spielen das ganz geschickt. Der eine ist Bayern-Fan, der andere 60er. Und so wird es, ist immer ein bisschen Spaß und Flachs hier mit drin, ist Stimmung. Und dadurch, dass viele eben da ist, ist es ganz, ganz angenehme Atmosphäre. Man trifft sich hier mal, kriegt auch mal einen Kaffee. Ist ganz, ganz nett eigentlich. Weil die Simone finde ich auch super. Sehr nette, herzliche Frau. Simone, ich liebe dich.